Hallo, wir sind Leonie und Kira vom Jugendgemeinderat der Stadt Bretten. Im Folgenden wollen wir dich über unsere Tätigkeiten als Jugendgemeinderäte informieren. Und wenn auch du Interesse hast, Teil des Gremiums zu werden und die Brettener Jugend zu vertreten, dann kandidiere für die Wahl am 9.06.2024. Denn bei der Jugendgemeinderatswahl hast du es in der Hand, wer das nächste Sprachrohr der Brettener Jugend sein soll. Was ist der Jugendgemeinderat überhaupt? Das Gremium besteht aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern im Alter von 14 bis 21 Jahren, die von den Jugendlichen für 3 Jahre gewählt werden. Er vertritt die Interessen der Brettener Jugend und dient als ihr Sprachrohr gegenüber Politik und Verwaltung. Somit sind wir immer offen für Anregungen und planen natürlich auch Projekte und Veranstaltungen. Und was sind die Aufgaben des Brettener Jugendgemeinderates? Der Jugendgemeinderat vertritt bei städtischen Vorhaben die Interessen der Jugendlichen. Dafür kommt er in regelmäßigen Abständen zu öffentlichen oder nicht öffentlichen Sitzungen zusammen oder er wohnt den Gemeinderatssitzungen hier im großen Saal des Brettener Rathauses bei. Dabei ist es wichtig, nicht die eigene Meinung zu vertreten, sondern immer einen Blick auf die Interessen der Brettener Jugend zu haben. Hierbei gibt es immer Unterstützung der Geschäftsstelle Jugendgemeinderat. Ein Ort, der vielen Jugendlichen in Bretten bereits bekannt sein dürfte, ist das AWO-Jugendhaus. Die von uns neu gestaltete Außenfassade zeigt, wie wir uns als Jugendgemeinderat in Bretten für eine lebendige Jugendbeteiligung einsetzen wollen. Hierbei haben wir zusammen mit dem Fachamt und der Stadtverwaltung gearbeitet. Auf Spenden setzt der Jugendgemeinderat im Interesse der jungen Bürgerinnen und Bürger ein. So konnten wir zum Beispiel dem Jugendhaus neue Basketballkörbe samt Bällen zur Verfügung stellen, die gerne von Jugendlichen hier benutzt werden. Der Lebenshilfe Bruchsal Bretten spendeten wir im letzten Jahr eine Hollywood-Schaukel, die gerne von den Bewohnern benutzt wird. Die Tätigkeit des Jugendgemeinderats reicht auch über die Stadtgrenze hinaus. Wie beispielsweise beim Kleeblatt-Treffen. Auch unsere politische Bildungsreise nach Berlin und unsere anderen Unternehmungen und Ausflüge stehen bei uns ganz weit oben. Wir als Brettener Jugendgemeinderat arbeiten nicht nur mit anderen Jugendgemeinderäten zusammen, sondern fördern auch den Austausch. So sind wir zum Beispiel Mitglied im Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg und haben diesen bei seinem diesjährigen Treffen auch mit einer Spende unterstützt. Im Jugendgemeinderat bekommst du Einblicke in die Kommunalpolitik, gestaltest diese mit und bist immer up to date, was in Bretten so läuft. Außerdem kannst du schul- und stufenübergreifend neue Kontakte und Freundschaften knüpfen und entwickelst dich persönlich weiter. Wann bekommt man schon mal die Möglichkeit, zusammen mit jungen, politisch interessierten Menschen zusammenzuarbeiten? Im Brettener Rathaus tauscht sich der Jugendgemeinderat aus, diskutiert über relevante Themen, die die Jugend betreffen und realisiert in Absprache mit Politik und Verwaltung eigene Projekte und Ideen. Im Brettener Jugendgemeinderat diskutierst du nicht nur, sondern kannst selbst etwas bewegen. Du erlebst hautnah mit, wie auf lokaler Ebene Entscheidungen getroffen werden und vertrittst dabei die Interessen der Jugend. Nutze deine Chance und mach bei der Jugendgemeinderatswahl am 9.06.2024 mit, entweder als Wähler oder als Kandidat. Wer darf für den Jugendgemeinderat kandidieren? Wenn du am 9.06.2024 zwischen 14 und 21 Jahre alt bist, seit mindestens 3 Monaten in Bretten oder in einem der Stadtteile Brettens wohnst, dann kannst du für den Jugendgemeinderat kandidieren. Diese Voraussetzungen gelten aber auch, wenn du wählen gehen möchtest. Und wie wird man Teil des Jugendgemeinderats? Du musst einfach nur dein Bewerbungsformular per Post oder per Mail bis zum 28. März an die Jugendgemeinderat-Geschäftsstelle schicken und dann gibt es eine Kandidatenvorstellung am 16. Mai, wo du die Brettener Jugend dann von dir überzeugen kannst. Und wenn du dann genug Stimmen am 9. Juni gesammelt hast, bist du Teil des Brettener Jugendgemeinderats. Liebe Jugendliche, am 9. Juni ist nicht nur Gemeinderatswahl, sondern auch Jugendgemeinderatswahl. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viel von euch kandidieren, weil ihr habt die Chance, in der Stadtentwicklung mitzuarbeiten, auch im Hinblick auf die Gartenschau 2031. Tolle Geschichte, wenn ihr kandidieren würdet, wenn ihr gewählt werden würdet. Und an alle Wähler, geht wählen, ihr habt eine Chance, an der Stadtentwicklung mitzuarbeiten.